Herzlich willkommen zur sechsten thematischen Folge von Neuere Deutsche Literaturgeschichte online. Gegenstand ist dieses Mal die Frühaufklärung, als deren wichtigster Protagonist der Leipziger Philosophie- und Literaturprofessor Johann Christoph Gottsched gelten kann. Mit seiner auf 1730 datierten, aber schon 1729 erschienenen kritischen Dichtkunst für die Deutschen setzt Gottsched gut 100 Jahre nach Martin Opitz dessen Literaturreform nach französischem Muster einerseits fort. Andererseits distanziert er sich aber davon und propagiert ein Konzept von Natürlichkeit, das der barocken Verfremdungsästhetik nun keinen Raum mehr gibt. Genuin frühaufklärerisch ist diese neue Ästhetik, insofern sie zwar an den rational motivierten Regeln des Klassizismus à la Française festhält, den Vanitas-Pessimismus des 17. Jahrhunderts aber durch einen Optimismus verdrängt, der auf die grundsätzliche Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen vertraut. Was Gottsched sich von einer in diesem Sinn vernünftigen Literatur erwartet, das kommt besonders in seinem sogenannten Lehrsatzpostulat zum Ausdruck. Namentlich die Theaterstücke sollen auf eine schon damals arg mechanisch anmutende Weise entworfen werden. Der Poet wählt sich einen moralischen Lehrsatz, den er seinen Zuschauern auf eine sinnliche Art einprägen will. Dazu ersinnt er sich eine allgemeine Fabel, daraus die Wahrheit seines Satzes erhellet. Hiernächst sucht er in der Historie solche berühmte Leute, denen etwas Ähnliches begegnet ist, und von diesen entlehnt er die Namen von der Person seiner Fabel, um derselben also ein Ansehen zu geben. Die tradierten Regeln, zuallererst die aristotelischen Einheiten von Ort, Zeit und Handlung. Sie versteht Gottsched dabei als immer und überall bindend, weil sie seiner Auffassung nach in Notwendigkeiten der Vernunft gründen, nicht aber in geschmacklichen Zufälligkeiten. Die Regeln nämlich, die auch in freien Künsten eingeführt wurden, kommen nicht auf den bloßen Eigensinn der Menschen an, sondern haben ihren Grund in der unveränderten Natur der Dinge selbst, in der Übereinstimmung des Mannigfaltigen, in der Ordnung und Harmonie. Diese Gesetze nun, die durch langwierige Erfahrung und vieles Nachsinnen untersucht, entdecket und bestätiget worden, bleiben unverbrüchlich und feste stehen, wenngleich zuweilen jemand nach seinem Geschmacke demjenigen Werke den Vorzug zugestünde, welches da wieder mehr oder weniger verstoßen hätte. Auf den Punkt gebracht heißt das, die Handlung eines Theaterstücks etwa muss sich an einem einzigen bestimmten Ort abspielen, weil ja auch die Zuschauer auf ihrem Platz sitzen bleiben. Und aus dem gleichen Grund darf der zeitliche Umfang einer Handlung die Dauer ihrer Aufführung nicht gar zu sehr überschreiten. Die theoretischen Grundlagen dieser Literaturreform hat Gottsched in seinem Philosophielehrbuch Erste Gründe der gesamten Weltweisheit erläutert. Vorausgesetzt wird in immer noch stoizistischer Tradition, dass Vernunft und Sinnlichkeit, Ethik und Ästhetik also, in einem heiklen Spannungsverhältnis zueinander stehen, ja als Gegenspieler wirken. Nichts fällt uns in Ausübung des Guten und Unterlassung des Bösen so hinderlich, als die Sinne und Einbildungskraft. Sittliches Verhalten muss daher auf vernünftiger Einsicht in das Wahre beruhen, und erweist sich im Vorrang des Denkens vor dem Empfinden. Ein Mensch also, dem es mit der Tugend ein Ernst ist, muss die Herrschaft über seine Sinne und Affekten zu erlangen suchen, ohne welche er unmöglich seinen Vorsatz ausführen wird. Entscheidend ist demzufolge die richtige Einsicht, von der Gottsched in frühaufklärerischem Vernunftoptimismus annimmt, dass sie wenigstens grundsätzlich in der Lage ist, den jeweiligen Willen eines Menschen angemessen zu steuern, das heißt, den Willen auf die Tugend hin auszurichten. Es wird also der verbesserte Wille allezeit einen verbesserten Verstand zum Voraus setzen, der die wahren Güter von den Scheingütern und die wahren Übel von den Scheinübeln genau unterscheiden kann. Gut und Böse, richtig und falsch gelten der Frühaufklärung mithin als klare Gegensätze. Und jedes menschliche Verhalten ist insofern immer eindeutig zu bewerten. Entweder als tugendhaft
oder eben als lasterhaft. So sind auch die Handlungen an sich selbst und ihrer inneren Natur nach entweder gut oder böse. Es ist genau dieser Rigorismus, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts schließlich zweifelhaft wird. In der Einsicht, dass Gut und Böse vielleicht doch nicht so ganz bruchlos zu unterscheiden sind, konkretisiert sich dann das neue, ebenso poetische wie ethische Konzept dessen, was man als Hochaufklärung bezeichnet. Für den Frühaufklärer Gottsched versteht es sich freilich noch von selbst, dass es zuallererst auf die richtige Einsicht ankommt und wahr und falsch bei klarem Denken unmöglich zu verwechseln sind. Unsere Erkenntnis ist entweder mit den Dingen selbst einstimmig oder nicht. Im ersten Falle wird es wahr, im anderen aber falsch genannt. Die Wahrheit ist also nichts anderes als die Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit den Dingen selbst. Die Falschheit aber ist der Mangel einer solchen Übereinstimmung. Als universales Axiom gilt dabei der sogenannte Satz des zureichenden Grundes, dass es für alle Dinge einen je überzeugenden Grund geben muss, warum sie gerade so sind, wie sie sind und nicht anders. Daraus folgt zwanglos der Satz des Widerspruchs. Der Satz des Widerspruchs ist dieser: Ein Ding kann nicht zugleich sein und nicht sein. Kurz, ein Ding ist das, was es ist und sonst nichts. A ist A und kein B. Auch diese Behauptung wird spätestens um 1750 ihre Überzeugungskraft verlieren, als allmählich ein differenzierteres Menschenbild zur Geltung kommt, das Sinn auch für Zwischentöne hat. Gottsched hingegen stellt sich die Welt in rationalistischer bzw. kartesianischer Tradition noch in der Art eines komplexen Uhrwerks vor, dessen Räder nach sehr einfachen mechanischen Prinzipien ineinandergreifen. Weil die Welt eine Maschine ist, so hat sie insoweit mit einer Uhr eine Ähnlichkeit. Mit seiner Literaturreform, die in erster Linie eine Theaterreform war, hat Gottsched die gesellschaftliche Rolle der Literatur bis heute geprägt. Indem er die Dichtung ganz konkret auf Vernünftigkeit und Nützlichkeit verpflichtet, erklärt er die Literatur zu einem unverzichtbaren Faktor im kulturellen Leben, dem in erster Linie eine pädagogisch-didaktische Aufgabe zukommt. Namentlich das Theater soll der sittlichen Belehrung dienen und sein Publikum auf eine diskrete Weise über moralische Wahrheiten aufklären, die dann wiederum eine vernünftigere Lebensführung ermöglichen. Dazu bedarf es in Gottscheds Augen einer konsequenten Literarisierung der Dramentexte, was zugleich bedeutet, das ungeregelte Improvisationstheater zu bekämpfen, das auf den vielen Wanderbühnen seiner Zeit noch gang und gäbe war. Werden aber nachlesbare Dramentexte auf die Bühnen gebracht, dann kann auch eine zweckmäßige Theater- und Literaturkritik entstehen, dass sich die Regie- und Schauspielerleistungen nun in ihrer Qualität prüfen und beurteilen lassen. Das wiederum hat eine beträchtliche Steigerung des sozialen Ansehens der Schauspieler zur Folge gehabt. Wenn das Theater insofern ein wichtiges Instrument zur moralischen Bildung des Publikums darstellt und sich anhand strenger Regeln kritisieren lässt, dann muss die Schauspielerei ja auch als ehrbarer Beruf anerkannt werden und darf einen respektablen Platz in der Gesellschaft beanspruchen. Schon bei Gottsched folgt daraus das, später vor allem durch Lessing propagierte Konzept eines Nationaltheaters, für das idealerweise der jeweilige Staat die Verantwortung übernimmt. Durch ein würdiges Theatergebäude, durch fest angestellte Schauspieler und nicht zuletzt durch deren finanzielle Absicherung im Alter. Gottsched stützt seine Argumentation dabei auf die Ars Poetica des Horaz, die immer schon als Leittheorie eines jeden Klassizismus gegolten hat. Auf diese antike Autorität verweist bereits das Titelkupfer der kritischen Dichtkunst, das mit dem entsprechenden Horaz-Zitat das Recte Sapere, das vernünftige Wissen, zur Grundlage allen Schreibens erklärt. In diesem Zentralinteresse der Belehrung eines vernünftigen, zur Selbstaufklärung bereiten Publikums ist alle Poesie begreiflicherweise strikt rational zu organisieren.
Die jeweilige Handlung hat in ihren Ursache-Wirkungszusammenhängen überall vollkommen deutlich zu sein und keine Figur darf in ihrer Charakterzeichnung einen Widerspruch aufweisen. Insofern werden Trauerspiele wie Lustspiele als Exempel verstanden, an denen das Publikum idealtypisch beobachtet, wie menschliches Fehlverhalten entsteht und welche fatalen Folgen es eventuell nach sich zieht. Natürlich ließe sich die entsprechende Problematik auch rational explizieren, aber mit eigenen Augen anzusehen, wie es zur Katastrophe kommt, das dürfte in der Tat von nachhaltigerer Wirkung sein. Gottscheds streng klassizistisches Trauerspiel von 1731, Sterbender Cato, das ein epochales Ereignis der römischen Geschichte inszeniert, setzt dieses Konzept nun mustergültig um. Mit seinen in der Tat etwas spröden Alexandrinern, den sechshebigen, paarweise gereimten Jamben, hält Gottsched am Versmaß des französischen Klassizismus fest, das schon die gesamte Barockdichtung in deutscher Sprache geprägt hat. Und natürlich werden die aristotelischen Einheiten genauestens gewahrt. Die historisch auf den 12. April des Jahres 46 vor Christus zu datierende Handlung vollzieht sich in der nordafrikanischen, genauer phönizischen Stadt Utica, und zwar in der dortigen Festung. Sie umfasst nur die wenigen Stunden vom Mittag bis zum Sonnenuntergang und konzentriert sich ganz auf die Umstände, die Catos Selbstmord zur Folge haben. Geradezu überdeutlich praktiziert Gottsched dabei die aus der französischen Dramenliteratur des 17. Jahrhunderts übernommene Liaison des Scènes, die strenge Verknüpfung der einzelnen Szenen untereinander. Niemals darf die Bühne während eines Aktes leer stehen, und immer muss das Auf- bzw. Abtreten einer Figur auch angesprochen werden. Die Handlung ist überall kausal motiviert. Stets wird begründet, warum etwas geschieht, weil die Logik der Ereignisse ja plausibel sein soll und auch das klassizistische Kernprinzip der Stilreinheit kommt voll zur Geltung. Als Trauerspiel enthält der sterbende Cato keine Spur von Komik, und alles bewegt sich auf derselben Höhe von Ernst und Strenge. Gottscheds Musterdrama nun ist nur zum geringeren Teil ein Original. Bei den ersten vier der insgesamt fünf Aufzüge handelt es sich weitgehend um die Übersetzung einer französischen Tragödie. François-Michel Chrétien de Chance, Caton d'Utique von 1715, während der Schlussakt Joseph Addisons englischer Version des Stoffes entnommen ist, Cato, A Tragedy von 1713. Bei seiner Übersetzung weicht Gottsched allerdings in vielen Details von den Vorlagen ab und verändert die Aussage dadurch so, dass der sterbende Cato nun genau seinem Wirkungskonzept entspricht. Das Stück spielt vor dem Hintergrund der römischen Bürgerkriege. Antagonisten sind Cato, der Rom als Republik retten will, und der nach Alleinherrschaft strebende Cäsar. Der militärisch in die Defensive geratene Cato hat sich in die Hafenstadt Utica zurückgezogen und er muss annehmen, dass der Kampf für die republikanische Staatsform verloren ist. Dabei bleibt er im höchsten Maß von der Richtigkeit seiner altrömischen Ideale überzeugt und versteht die kompromisslose Rivalität mit Cäsar nicht zuletzt als Ausweis der eigenen moralischen Überlegenheit. Wer Cäsar billig nennet, der hat mich selber schon vor ungerecht erkennet. Cäsar wird von Gottsched demgegenüber auffällig positiv gezeichnet. Anders als Cato meint, ist sein Rivale kein egoistischer Tyrann, sondern ehrlich am Wohl des Staates interessiert und verhält sich auch privat als vertrauenswürdiger Charakter. Denn wo die Welt für mich mehr Furcht als Liebe hat, so bin ich missvergnügt. Im Vergleich mit Cäsar stellt Gottsched seinen Cato insofern als starren Ideologen dar, dessen Selbstmord ein gleichermaßen moralisches wie politisches Versagen offenbart. Um das mit Nachdruck zu verdeutlichen, erlaubt er sich ein eigenständig erfundenes Motiv. Als Gottscheds Cato sich nämlich bereits tödlich verletzt hat, trifft die Nachricht von der baldigen Ankunft einer Hilfsflotte ein, mit der die republikanische Partei nun doch wieder in der Lage wäre, die Truppen Cäsars entscheidend zu schlagen. Catos Selbstmord ist also übereilt geschehen
und besiegelt die endgültige Niederlage seines republikanischen Staatsideals. Im Sterben muss Cato diese bittere Wahrheit noch erkennen und seinen Fehler eingestehen. Ihr Götter, habe ich hier vielleicht zu viel getan, ach, so vergebt es mir. Ihr kennt ja unser Herz und prüfet die Gedanken. Der Beste kann ja leicht vom Tugendpfade wanken. Mit Cato ist also ein an sich edler Charakter aus eigenem Verschulden nicht nur persönlich ins Unglück geraten, sondern hat zugleich das Schicksal des gesamten Staates in Mitleidenschaft gezogen. Der an Catos Exempel abzulesende Lehrsatz ist dabei offensichtlich. Der Beste kann ja leicht vom Tugendpfade wanken. Das ist eine Einsicht, die nicht allein auf Staatsmänner in welthistorischen Entscheidungssituationen zutrifft, sondern in gleicher Weise auf jedermann und jederzeit. Niemand darf sich der eigenen Moralität gar zu sicher sein. Alle müssen vielmehr stets selbstkritisch bleiben und prüfen, ob ihr Verhalten tatsächlich angemessen, tatsächlich zweckmäßig ist. An Gottscheds Cato wird insofern ein Fehler deutlich. Genauso wie die aristotelische Poetik das unter dem Stichwort der Hamartia für die Protagonisten eines Trauerspiels verlangt. Was bei Aristoteles aber als momentanes Versagen in bestimmten Situationen gedacht ist, das zeigt Gottsched als eine dauerhafte Schwäche, als allzu unbedachtes Vertrauen auf die eigene Rechtschaffenheit. Dieser Fehler Catos erschließt sich aus dem Handlungsgang heraus und schreckt in seinen Folgen ab. Eben deshalb glaubt Gottsched darauf vertrauen zu dürfen, dass sein Publikum anhand von Catos tragischem Schicksal die richtige Lehre ziehen wird. Gottsched hat seine frühaufklärerische Literaturreform auf vielen Feldern betrieben und nicht zuletzt dazu beigetragen, dass sich der deutsche Blick zunehmend auf England richtete. Wesentliche Unterstützung ist dabei von seiner Gattin Luise Adelgunde Victoria gekommen, die gewissermaßen dem Geschlechterdekorum gemäß überwiegend für umfangreiche Übersetzungen und zahlreiche Lustspiele zuständig war. Als größter Literaturerfolg der Gottschedin ist dabei die Pietisterei im Fischbeinrocke von 1736 anzusehen. Eine sächsische Typenkomödie, die zum Zweck sittlicher Belehrung ein soziales oder privates Fehlverhalten satirisch aufgreift, um das Falsche in seiner Lächerlichkeit bloßzustellen und durch Übertreibung umso wirksamer vor ähnlicher Verirrung zu warnen. Warum man bei Stücken dieser Art von Typenkomödien spricht, das zeigt sich allein schon an den sprechenden Namen der meisten Figuren, die ihren jeweiligen Charakter unmissverständlich bezeichnen. Frau Glaubeleichtin etwa und Magister Scheinfromm, aber auch Herr Wackermann und Frau Ehrlichin. Psychologischer Realismus ist dabei nicht gefragt. In Anlehnung an die französische Komödie, namentlich Molières, geht es vielmehr um Karikaturen im Interesse der Aufklärung über menschliche Schwächen, die durch vernünftige Einsicht zu überwinden wären. Bei dieser Pietisterei im Fischbeinrock handelt es sich um die Übertragung einer französischen Komödie auf die Verhältnisse in Deutschland. Was in Guillaume Hyacinthe-Bougeons Original La femme docteur ou la théologie tombée en quenouille, die doktormäßige Frau oder die unter die Weiber gefallene Theologie, was in diesem Original also die katholische Reformbewegung des Jansenismus ist, das wird von der Gottschedin auf den protestantischen Pietismus übertragen, dessen Frömmigkeitsenthusiasmus dem frühaufklärischen Rationalismus mehr als verdächtig war. Der religiösen Heuchelei des Magister Scheinfromm gelingt es, Frau Glaubeleichtin in Abwesenheit von deren Ehemann mehr oder weniger willenlos zu machen. Ihre Tochter soll nun nicht mehr Herrn Liebmann heiraten, sondern Scheinfromms Vetter von Muckersdorf, wodurch Scheinfromm Zugriff auf das Vermögen der Familie Glaubeleicht bekäme. Herr Wackermann, Frau Glaubeleichtins Schwager, kann das im letzten Augenblick verhindern, indem er die Machenschaften Scheinfromms aufdeckt und Frau Glaubeleichtin wieder zur Vernunft bringt. Deutlich wird dabei nicht nur, wie gefährlich eine falsche, weil unvernünftige Religiosität ist,
Zugleich zeigt das Exempel der Frau Glaubeleichten und ihrer nicht minder einfältigen Freundinnen, dass einschlägig ungebildete Frauen sich aus theologischen Disputen allemal heraushalten sollten. Um 1750 beginnt man schließlich, solcher Stockvernünftigkeit mehr und mehr zu misstrauen. Namentlich Lessing wird sich bemühen, neben der Rationalität nun auch der Emotionalität zu ihrem Recht zu verhelfen.